Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Dead by Daylight. Wir sind wieder unterwegs mit unserer Fangmin. Wir haben auch inzwischen schon auf Level 50 gelevelt und haben jetzt, wir werden ewig leben auf 3, Bindung auf 3, geliehene Zeit auf 3 und hart im Leben auf 2. So, es gab auch ein großes Update. Wurden einige Survivor-Perks geändert, ein paar Killer-Perks geändert. Der Trapper wurde geändert. Kann jetzt schneller Fallen legen. Die Killer können auch schneller die Survivor jetzt aufheben. Dazu wurde die Hack noch geändert. Sie kann auch schneller jetzt die Traps legen. Die Addons von den Killern wurden abgeändert. Wir haben wieder Ruin drauf, das jetzt weg ist. Wir knallen jetzt, denke ich mal, erstmal den Gen hier durch. Wissen noch nicht, was das für ein Killer ist. Mal gucken, ob er jetzt dadurch, dass Ruin weg ist, irgendwie anfangen zu kämpfen. Er hängt, glaube ich, da mal so richtig schön im Keller. Mal gucken, ob der Killer herkommt. Er weiß ja, dass da jemand noch in der Nähe war. Ich glaube, das ist eine Handriss. Ich glaube, da kam nämlich gerade eine Axt gegen unsere Wand. Hätte ich jetzt mal vermutet. So, wir gucken mal, ob wir da hinkommen zum Helfen. Wir wissen nicht, wo der Killer ist. Da hinten rennt sie. Als ob sie auch jemand verfolgt. Okay, jemand ist in der Nähe vom Keller. Ich würde jetzt hier einmal rumrollen. So, dreht sie jetzt um. Wir sollten jetzt hier mal den Generator in der Mitte wegmachen. So, ich glaube, da hat sie jetzt jemanden gefunden, genau. Die dort jetzt so ein bisschen rumrennen. Es gibt jetzt hier den Perk Déjà-vu-Erlebnis, der vorher nur gezeigt hat, ob man wo die Ausgangstour, nee, am Anfang der Runde, wo die nächsten drei Generatoren sind. Jetzt wird das auf Stufe 3 für 60 Sekunden werden die drei Generatoren angezeigt, die am nächsten zueinander sind. Das heißt, das ist ein gutes Perk gegen die drei Gen-Taktik der Killer. Und den können wir ja auch durchgreifen. Sollten wir den anderen hier in der Mitte machen. Gucken wir mal, ob wir den hier schaffen. Wird jetzt hier vorne oder die wird hier vorne aufgehangen? Sie wird jetzt erstmal Äxte holen, müsste den da hinten wahrscheinlich gesehen haben. So, da holt sie jetzt neue Äxte. Und wir hoffen, dass sie uns jetzt hier nicht sieht. Die Frage, ob sie hier einmal im Kreis rumrennt. Oh, sie hat uns nicht gesehen. Das ist schon mal gut. Sie verfolgt den anderen. So, jetzt bleib doch stehen, dann können wir dich auch heilen. So, komm ran hier, Mac. Mal diese Sprintboost stoppen. So, jetzt lass uns hier hinten die Generatoren machen, sonst sind die nämlich hier alle nur noch auf einer Seite. Jetzt nicht nur die hier rumrennen. Muss keiner hinterherkommen, wir probieren die Safe-Generatoren. So, kommt es jetzt auf uns? Nein. Sie
ist down. So, und sie kommt in den Keller. So, das heißt, wir rennen hier jetzt mal ein bisschen in die Nähe. Der ist ja schon tot. Hing der so lange am Haken? Das ist ja krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, sie checkt dort nochmal den Jen. Der da hinten brutzelt noch. So, da die jetzt den da hinten noch fertig gemacht haben. Gesehen. Ich glaube, sie hat uns gesehen, ja. Hier den Generator hier vorne machen. Weiß nicht, weil dann haben wir nur noch hier drei nebeneinander. Das ist totaler Blödsinn, ne? Das wird jetzt definitiv hier erstmal einfinden. So, genau, rennt mal zu mir. Immer noch fleißig den Gen, damit sie dann nachher nicht mehr entkommen können. Und sitzen beide in einem. Komische Leute. Ich weiß auch nicht, warum sie uns jetzt hier so weggetunnelt hat. So, beide in der Nähe. Keiner wurde mit Radikü gesehen. Auch sie darf jetzt laufen. Natürlich so an der anderen vorbei, dass sie jetzt auf die geht, die uns jetzt hier abhängen wird. Dann noch einfach weg. Also manche Survivor. Also. Rennt doch einfach weg. So, sie rennt ganz weit weg. Gut, dann sind wir damit tot. So, ich weiß jetzt nicht, warum sie jetzt bei uns hier so ein tut. Na gut, sie hat ja keinen mit Barbecue gesehen. Sie konnte. Die sind beide immer parallel ineinander gelaufen. Gereicht hat? Vermutlich nicht. Haben nur einen abgegangen. Ja, gerade so ein Black Pip. Generatoren. Nicht lange überlebt. Haben auch unser Hart im Leben nicht benutzt. Wenn wir das einmal benutzt hätten, hätten wir hier wahrscheinlich vielleicht noch Silber bekommen. Hatte er dabei, Ruf der Krankenschwester, Ruinen, das war schnell weg, Schattengeborener und Barbecue und Chili, das hatten wir ja schon gesagt. So, verringert deutlich die Vorbereitungszeit der Beile und nochmal, also sie hatte, dass sie ganz schnell die Axt
vorbereiten konnte, um sie loszuwerfen. Und viele Punkte haben wir auch nicht bekommen. Okay. Gut, dann war es das wieder für diesmal. Dann bis zum nächsten Mal. Spitze, bedanke mich. Tschüss.